Viertel mehr. Keine Aufgabe ist ihm zu schwer. Er kämpft über menschliche Kraft. Es gibt nichts, was er nicht schafft. Das ist die Geschichte von Captain Berlin, dem einzig wahren Superhelden der Stadt Berlin. Hier ein Beweis für seine übermenschlichen Fähigkeiten. Ein Gangster hat gerade die Sparkasse überfallen. Hier spricht Mr. Sind. Ich bin im Begriff, die ganze Welt zu erobern. Nur Captain Berlin steht mir noch im Wege. Und um dich zu vernichten, habe ich die hübsche Miss Priscilla, von der ich weiß, dass du sie heimlich liebst, entführt. Ich erwarte dich zu einem Kampf am ICC. Und wenn ich sie hätte, dann weiß sie, dass ich sie im Heimlichen liebe. Was soll ich tun? Ich muss die Welt retten. Aber es sieht nach Regen aus. Nein, ich muss die Welt retten. Koste es, was es wolle. Ich muss Miss Priscilla retten. Ich muss die Welt retten. Miss Priscilla, die Welt. Stehen sie nun vor ihm, die drei Bösewichte aus dem All. Mr. Sind, das gefährliche Oberhaupt, sein ferngesteuerter Mutant und ein brutaler Handlanger mit der gefangenen Miss Priscilla. Kaltblütig setzt Mr. Sind seinen Mutanten in Bewegung. Ein Kampf auf Leben und Tod kann beginnen. Thank you.
Scheiße, er muss gewinnen. Bei dem erlegten Mutanten nur um ein menschenähnliches Wesen handelt. Eine schreckliche Fratze offenbart sich ihm. Achtung, Captain Berlin. Mr. Sint hat seinen gefährlichen Ultra-Revolver. Doch was ist das? Mr. Sint beginnt plötzlich, sich in Luft aufzulösen. Gib Acht, Captain Berlin. Ich werde mich rächen. 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 Rächen, Rächen, Rächen. Keine Fahrt, Kein Auto,